Endlich wieder Sommer, endlich wieder Festivals. Die Saison ist gestartet und wir können uns in Deutschland auf fette Events wie das Lollapalooza, Splash oder Superblumen freuen, wo wir Stars wie Bad Moms J, Ellie Goulding oder Kendrick Lamar hautnah erleben. Um euch schon mal in Stimmung zu bringen, zeigen wir euch unsere Lieblings-Festival-Momente. Viel Spaß! War für Crow ein fettes Jahr. Mit seinem zweiten Album Melody stürmte er auf Platz 1 der Charts und sein Traum wurde wahr. Aber auch ganz Deutschland durfte endlich wieder träumen, denn die deutsche Fußballnationalmannschaft spielte die WM ihres Lebens. Doch als Müller, Götze und Co. im Finale standen, musste Crow eigentlich auf die Bühne. Während des Sommermärchens war er nämlich für das Splash gebucht. Wir sollten 2014 genau zur Zeit des WM-Finales spielen. Mir ist Fußball eigentlich egal. Die Band und mein DJ Psycho Dino sind aber Fußballer for life. Und Wiz Khalifa war es scheinbar noch egaler als mir, weshalb er seinen Slot mit uns getauscht hat. Also konnten Crow und seine Crew das Spiel im Backstage verfolgen. Nachdem Deutschland gewonnen hatte, ging der Auftritt schon los. Wir hatten kurz Angst, dass alle sich umdrehen und gehen, weil das Vierjahresziel erreicht ist. Aber es waren alle noch da und hatten richtig Bock. Das, was vor uns liegt. Das ist das Beste für uns gibt. Als Swedish House Mafia 2013 ihre Trennung verkündeten, war das für die Fans ein riesiger Schock. Die DJs machten zwar einzeln weiter, trotzdem konnten sie an Songs wie Don't You Worry Child nicht mehr anschließen. Bis 2021. Da kam das Trio nämlich endlich zurück mit ihrem Hit Moth to a Flame zusammen mit The Weeknd. Und als wäre das nicht genug, gab es 2022 auch die wohl fetteste gemeinsame Live-Show beim Coachella. Der Terroranschlag in Manchester am 22. Mai 2017 überschattete nicht nur die ganze Welt, sondern auch das Leben von Ariana Grande. 23 Menschen wurden bei dem Selbstmordattentat während ihrer Show getötet. Um an die Opfer zu erinnern, wurde das One Love Manchester Benefizkonzert veranstaltet und die größten Stars der Welt kamen mit Ari auf die Bühne. Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry oder Robbie Williams spielten vor den rund 50.000 BesucherInnen. Ein Event mit Gänsehautfaktor. Seine Shows sind nicht nur heiß, sondern auch halsbrecherisch. Wenn Vincent Weiss seine Hits wie Musik sein, Spring oder Feuerwerk performt, singen tausende Fans mit. Doch eins der absoluten Highlights sind wohl die Saltos, die er bei den Open Airs wie dem NDR 2 Plaza Festival in Hannover im letzten Jahr geschlagen hat. Wahnsinn! Kind, atme ein, atme aus. Spring. Das Lollapalooza Festival ist der Start für viele Superstars. Lady Gaga spielte zum Beispiel schon 2007 da. Doch damals stand so gut wie niemand vor der Bühne. Nur 3 Jahre später kam sie zurück als Hauptact und wurde gefeiert wie niemand anders. Und auch Luis Capaldi war 2018 auf dem Lollapalooza in Berlin und spielte schon um 12 Uhr mittags als einer der ersten Acts vor einer kleinen Menge. In diesem Jahr können wir uns auf Newcomer wie Lauren Spencer Smith oder Panther freuen. Und wir prophezeien ihnen jetzt schon eine riesen Karriere. Welches Festival feierst du eigentlich am meisten? Schreib's mal in die Kommentare und gib dem Video ein Like, wenn es dir gefallen hat. Even after all, it still wrecked me to find out you don't